Bei der Station Tulnerbach-Pressbaum befindet sich eines der exotischsten Bahnhof-Restis in ganz Österreich. Bangkok Station wird seit einigen Jahren von Meo aus Thailand geführt. Unter den Thailand-Fans gilt das Lokal als kulinarischer Geheimtipp. Das ist der Thai-Imbiss. Thai-Imbiss-Lokal. Ja. Das ist ungewöhnlich, oder? Ja, das wenn die Leute kommen, haben sie Schnitzel zusammen. Nein, leider bei Bilder. Bei B. Okay. Und dann haben wir nur unsere Konzept bleiben. So wie wir verkaufen keine Wurstsemmeln, wir verkaufen keine Schnitzelsemmeln. Wir tun anbieten nur unsere Essen. Thai, Haumannkost. So. Ich war essen mit einem alten Besitzer und er hat gesagt, ich will aufhören. Willst du mein Lokal haben? Ich habe gesagt, Lokal. Ja, und da haben wir nachgeschaut mit meinem Mann und so weiter. Wer kommt denn hierher? Sind Sie so der Mittelpunkt des Dorfes? Das ist der Treffpunkt vom West und Wien. So wie die West-Leute vom Aigram, Neulengbach, St. Pölten. Und sie macht so wie einen Treffpunkt für die Leute, ja? Aber die Hauptsaison im Sommer sind viele Wiener, kommen zu uns, wenn wir kochen, sehr scharf. Wirklich. Portal. So. Ja. Thailändisch. Thailändisch, ja. Vertragen das die Österreicher überhaupt? Und manche viel vertragen, manche wenig. Manche, er hat gesagt, mehr bitte scharf, so Chili viel. Hab nur ein Stück gegeben und hat mich gefragt, kannst du das essen? Ich hab gesagt, sicher, ja. Aber Thai-Essen-Kultur und österreichische Beisel-Kultur stehen sich nicht im Weg. Ich bin Stammkunde da. Wir tun jeden Sonntag Karten spielen da. Zwischen, wenn ich sagen, 9:30 bis 1 normal. Boah, jetzt ist schon 1:30. Und dann bleiben wir ein bisschen länger auch noch da. Also ich muss sagen, es ist wie ein Familienbetrieb da. Und die Meo, wo ist die Meo überhaupt? Meo! Komm her mal da. Die Meo, wirklich, über 10 Jahre, ein super Bekanntenkreis. Und sie lässt auch manchmal Ermäßigungen nach, wo sie eigentlich die Gastronomie eigentlich gar nicht so wertschätzt und das Ganze. Ich muss ehrlich sagen, ja, bitte, lass mich einmal durch, ganz kurz. Die Meo ist meine verbündete Haberin in dem Sinn, ja. Also ich muss ehrlich sagen, perfekt, man braucht da nicht alles. Und dass ich heute ein bisschen betrunken bin, mein Gott, na, Gottes Willen. Da das haben wir gerade den richtigen erwischt, oder? Also. Ja, sicher. Sie haben mich Ich habe nicht gut studiert. Ich habe nicht gut studiert, ja, beim Lokal übernommen. Das passt schon. Deswegen dabei übernommen. Ah, der war dabei schon beim Inventar, oder wie? Ja. Na ja, na. Ich habe gewusst, hätte ich neben diesem Lokal nicht. Na geh bitte. Einmal im Jahr feiert Meo ein thailändisches Fest in ihrem kleinen Bahnhofsimbiss. Dafür kocht sie spezielle Menüs und lässt thailändische Tänzerinnen und Sänger auftreten. Das ist die immer Eröffnung erst. Dieser Kostüm vor Eröffnung. Und dann geht los. Ah, okay. Mhm. Haben Sie das öfters hier, so thailändische Tänzer? Jedes Jahr fast. Außer dieses Jahr für dich. Alle Leute, sind alles okay? Thailändische Tradition mitten am Bahnhof. Ein Erlebnis der speziellen Art. Diese Tanz, was wir jetzt tanzen, also das ist der Tanz, was wir für König früher tanzen, halt für eine Show. Kleidung sind die Kleidung von früher, vor 100 Jahren, von die Frau von König, von uns, also von früher, halt im Asien, Vietnam, Kambodscha und Thailand. Auf der Westbahnstrecke bei der Station Tulnerbach-Pressbaum befindet sich die Bangkok Station. Hier findet einmal im Jahr ein thailändisches Fest statt. Michael ist befreundet mit Besitzerin Meo und hilft aus, wenn Not am Mann ist. Ich bin hier eigentlich nie Gast. Ich komme hier, weil ich nicht ins Lokal gehe, sondern einfach Freunde besuche. Ja? Ich könnte genauso gut zu denen nach Hause gehen, wäre es dasselbe. Nur sind sie halt die ganze Zeit da. Jetzt komme ich daher, und mit ihnen zu plaudern, auch gemeinsam was zu essen. Und heute, weil ein Fest ist, werde ich auch was helfen. Ja?
Okay. Okay. Hallo, grüß euch. Hallo. Hallo. Kannst du im Lager gehen, eine Sojasauce holen, bitte? Schlüssel ist eh noch dort, wo ich meine. Ja, ja, Schlüssel ist auf die Damenklos, Schlüssel, bitte. Meo, wird er immer eingeteilt zur Arbeit? Ja, bitte. Er ist unsere Hausmann-Kost. Aber nicht Kost, nur Hausmann. Nur Hausmann? Ja, kann man nicht kosten. Ich? Nein. Am Anfang war es schon so, das war halt so eine, wie man so schön sagt, wienerisch kleine Glitschen. Ja. Und eigentlich viel zu klein, um damit Gewinn zu machen, ja, wenn man es genau nimmt. Ja. Und dann haben wir halt gesagt, ja, soll sie es einmal probieren. Es hat nicht allzu viel gekostet, was ich weiß. Ja. Dadurch hat man gesagt, okay, der Schaden nicht so groß. Und das hat dann einige Stammgäste gegeben. Das war halt so die Basis, die finanzielle. Ja. Und dann sind aber immer mehr Leute gekommen, die gehört haben, dass es gutes Futter gibt, ja, also gutes Essen und so weiter. Kannst du zusperren? Ja, ich trage das Bier. Danke dir. Und bitte schnell, ja. Die Leute brauchen Bier. Trinken die Thailänder eigentlich auch viel Bier? Ja. Ja? Ja, extra importiert für die Thailand. Und Österreicher trinken auch. Trinken die Thais viel? Schon. Ja? Ja. Wie die Österreicher gleich oder anders? Nicht so schlimm. Ja, Entschuldigung. Nicht so viel so wie wir, aber schon einigermaßen. Ja. In Tulnerbach-Pressbaum ist ein thailändisches Fest im Gange. Viele der Stammgäste genießen das Flair des etwas ungewöhnlichen Bahnhofsbeisels. Ich muss ehrlich sagen, die Meo hat günstige Preise, gutes Essen, wird perfekt aufgenommen, das Essen. Und die anderen glauben alle in der Rundumumgebung, sie können Geld verlangen bis zum geht nicht mehr. Sie liegt mit den Preisen bei einem Bier zwischen Flaschel 3,20 Euro, Kriegel 3,50 Euro und die anderen verlangen alle um die 4,04 Euro. Ja? Und das Essen ist auch noch sehr günstig. Ja, außerdem haben wir da einige Originale, so wie ich zum Beispiel, den gibt es nicht überall. Das ist überhaupt der Tisch der Originale hier. Ich sag einmal Prost, ne? Entschuldigung, bist du nicht besser, gell? Nein, ich war schon einmal irgendwo. Normalerweise waren die gar nicht da. Normalerweise war ich seit Freitag in Schweden fischen. Aber durch dank Corona bin ich am Boden geblieben. Und jetzt gehen sie an die Donau fischen? Nein, jetzt gehen noch Bad Vöslau fischen. So schaut's aus. Und einigen Gästen hilft das Thai-Beisel wohl auch gegen Fernweh. Ich bin schon 20 Mal unten gewesen. In Thailand? Ja. Und wie ist das Thailand? Wo fährst du hin nach Thailand? Wir waren schon überall. Mit ihm. Ja. Sie zwei fahren immer? Ja. Überall, also vom Süden bis Norden waren wir überall schon. Wie sind die Damen unten? Ja, ganz nett, fesch. Sind die anders als bei uns? Die Damen? Naja, von der Art her schon. Inwiefern? Tja, wie gesagt, ich meine, die sind halt halt freundlicher, nicht so mürrisch. Wenn man aufsteht, schaut man in lachende Gesichter. Wenn man bei uns irgendwo hingeht. Blödsinn. Da, wenn man irgendwo in ein Geschäft reingeht oder was, kann es locker passieren, dass die sitzt da mit einem Fadengesicht. Ehrlich? Das gibt es da unten eigentlich überhaupt nicht. Und wie sehen die thailändischen Frauen sich selbst und ihre Vorzüge? Sie sind freundlich, glaube ich. Und gut kochen. Und wir passen immer auf die Kinder und den Mann. Also das ist unsere, das ist seit die Eltern, Urgroßeltern, ist egal. Und das ist, wir müssen das. Ich weiß nicht warum, aber ich habe gesehen, dass meine Mutter hat ganz ein Leben gemacht und ich habe mir gedacht, ich muss das auch machen und ich mache das gern.
So. Das ist alles. Und wie unterscheiden sich thailändische Männer von österreichischen Männern? Wie kann ich das sagen? Ich habe nie thailändische Thailänder, nie. Ich habe noch nie gehabt. Ich kann das nicht sagen, wirklich. Tut mir leid. Wie unterscheiden sich die thailändischen Männer von österreichischen? Also ich habe eine Thai, aber keine Österreich, kann ich nicht sagen. Aber das sind schon, glaube ich, große Unterschiede. Weil thailändische Männer, wenn sie jung sind, also machen sie eher mehr Partys und so bis seit 35, 40. Und österreichische meisten halt ab 25 sind sie meistens schon also Erwachsener und halt fangen schon richtig das Leben aufzubauen und richtig arbeiten zu gehen. Halt, sind halt Erwachsener als thailändische Männer. Entschuldigung, ich hab die vergessen. Oder Prost. Prost, Franz. Auf den Billy, ja. So, jetzt gehen wir wegräumen, gell? Und dann kann man nach Hause gehen, endlich. Oder? Na, essen würde ich schon noch was. Also, essen machen wir noch. Aber nur Arbeit, gell? Ist das Fest jetzt langsam vorbei, oder wie? Ja, das ist kein Essen mehr in der Küche. Langsam wegräumen und kann man heute Ruhe und am Morgen, Montag Ruhe haben. War anstrengend? Ja, sehr. Ja. À la carte und. Muss schnell gehen. Ja.